So, mal hier hin. Nichts übertreiben. Das war eben schon gar nicht so schlecht, außer dass wir gestorben sind. Aber ich meine, wen kümmert das schon, ne? Auf dem Planeten Erde, das ist doch... So, und wegen Impulserhaltung, genau. Ach, verdammt. Oh nein, wir kriegen ihn nicht mehr. Schon wieder tot. Gut, nicht so gut. Wir sind zum tausendsten Mal gestorben. Und ich glaube, das war schon mehr als fünfmal. Das Achievement können wir uns also sonst wohin stecken. Zum Beispiel in den Farbkanal. Hahaha. So, neue Strategie sieht vor, das Ding direkt unter die... Ja, nicht so doll. Also so unter die Leiter zu schieben, dass wenn wir dagegen springen, dass wir das dann nicht so weit abtreiben, dass es dann unter der Leiter landet. So, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Jetzt. Schwuppdiwupp, zieh. Zieh. Aber nicht dabei sterben. Na. Was mache ich denn falsch? Ach so. Ich bin ja auch beschränkt. Ich hätte das, glaube ich, noch tausendmal probiert. Anstatt einfach mal das Naheliegendste zu nehmen, nämlich so einen Griff, dann können wir hier aufmachen. Total unkompliziert, holen uns dann wieder den Kasten, den ich auch von der anderen Seite hätte holen können. Einfach hier oben runterspringen, das wäre dann ein bisschen schneller gegangen. So, dann lassen wir ihn gleich da durchtreiben, weil das Wasser zu schnell steigt und wir den Kasten, wenn er hochgetrieben ist, nicht nach links hinziehen können, weil ne, er ja nicht so der Taucher ist. So, dann gehen wir oben lang, der... Dann hier so unten. Ich hoffe, der stößt dann irgendwo gegen. Und selbst wenn... Haha, wen kümmert's? Mich zum Beispiel. Da, schnell... Ach, ja. super Vorbereitung. Nur die Ausführung war leicht fehleranfällig. Gut. Trial and Error macht einfach riesig Spaß, wenn es fair bleibt. Und das wiederum, finde ich, ist bei Super Meat Boy manchmal nicht so ganz geglückt. Mit dem Frust. Ist zwar schön, so eine kleine Freundin zu retten, aber auf die Dauer immer, ne, 50.000 Mal das gleiche Level zu probieren, ist dann doch schon ziemlich... Ja, das ist nichts für schwache Nerven. Genauso wie das hier jetzt. Böse Pika auf 12 Uhr. So, ups. Du kannst mir gar nichts. Und der Kasten wird jetzt sicherlich kaputt. Ja, ich glaube, wir sollten hier mal weitermachen. Weil wir sonst... Was ist das denn? Nein, es steigt immer weiter. Ich hoffe, das war die richtige Seite. Bloop. Bloop. Da wollte er einfach mal wieder untergehen, der alte Haudegen. Mensch, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir da noch hochkommen. Gut, ach nee, die Suppe läuft da ja rein. Was ist das für ein abgefahren riesiges Level? Ob ich das kaputt machen sollte? Ob ich das kaputt machen kann? Ob ich das weiterschieben kann? Nein, kann ich nicht. Gut, nicht so gut, weil... Oder vielleicht doch ganz gut, dann gehe ich mal wieder auf meine liebe Kiste. Lalala. Alles total entspannt hier. Steig doch weiter. Haha, ist mir alles egal. Kiste? Hallo? Kiste? nicht schon wieder. Da gehen die Lichter aus. Blüpp. Na gut, dann halt nochmal. Ups. Und genau, gut, dann habe ich das auch schon mal ausprobiert. Ich wollte nämlich sagen, das ist ja alles total unkompliziert hier, aber... So, ich glaube, den müssen wir erstmal zur Seite nehmen, weil dann da eine Kugel durch kann. Ach, Entschuldigung, wollte ich nicht. Was ist das für eine Kugel? Ist ja. I see. So, und finstere Gemeine.
Meuchelkugel können wir jetzt sicherlich... wie kriegen wir die Kugel denn eigentlich nach rechts? Ich würde die so gerne da haben, um mit dem Ballon nach oben steigen zu können. So, das läuft ja schon sehr flüssig. Da bin ich auch ganz, ganz stolz auf mich. Vielleicht machen wir das gleich so. Hallo, liebe Kugel. Und dann zwinge ich sie gleich mal ein bisschen nach rechts abzudriften. Um sie dann mit brachialer Gewalt und dann darauf... Hey! Nicht hey. Oh, das war's nicht. Wie kriegen wir diesen gemeinen Ballon dahin? Damit können wir nichts machen. Okay, Tor aufgemacht. Der wird ja auch nicht freiwillig nach rechts gehen, oder? Oder doch? Einfach mal ausprobieren. Komm, was haben wir schon zu verlieren? Zum Beispiel, dass er gar nicht rauskommt. Das wäre dann nicht so günstig. Ja, gut, dann... probieren wir das halt nochmal. Wenn der Ballon in der Ecke landet, haben wir verloren. Ach, genau. Kurz vor... kurz drücken. Ja. Kleiner Ball wird auch hoffentlich bleiben. Und wenn nicht, dann ist er wieder fristlos entlassen. Und ich habe schon wieder Steuerung zum Springen gedrückt. So, jetzt kommen sie mal ran hier. Und ich habe das Gefühl, er wird nicht freiwillig herkommen. Irgendwie müssen wir ihn motivieren. So, kleiner Ball, kommen sie her und nicht kaputt gehen. Ich hätte gehofft, wenn der Druck zu groß wird, dass dann er vielleicht sich für eine Seite entscheidet, wenn Luft entweicht oder was weiß ich. Naja, wir warten dann halt mal wieder. Lalala, Tauchtour, lalala, Korallenriff erkunden. Oh, da sind wir, ja, ist ja gar kein Korallenriff. Nicht so gut. Ich möchte das eigentlich den ganzen Tag machen hier. Mich mit kleinen, gemeinen, finsteren Wellen anzulegen. So, so nicht. Ich glaube, ich springe ihn jetzt einfach mal an und lasse mich dabei eiskalt sterben. Der muss doch darüber zu kriegen sein. Da bin ich sogar ganz sicher. Nur weiß ich eben verdammt nochmal nicht wie. So, ich hüpfe dann glaube ich schon mal los. Irgendwann so jetzt. Ja, ganz toll. Das hat richtig riesig viel gebracht. So. Manu. Aber ich habe ihn abgetrieben. Das ist schon mal was. Nur die falsche Seite. So, schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Die ganze Yangtze bricht über uns herein. Was ist das denn? Was ist das für eine Manier? Das kann nicht sein. So, vielleicht einfach mal warten, warten, warten. Und dann im rechten Moment gegen ihn springen und uns von ihm selbst töten lassen. Mensch, ich probiere hier auch echt neue Sachen aus. Das ist sehr, sehr schön, was man alles entdecken kann. Sterben Version 1, Sterben Version 2. Okay, ich warte ihn vielleicht doch, bis er ganz oben ist. Hast mich überzeugt. So, platschi, platschi, platsch. Vielleicht beehren wir ihn jetzt einfach mal. Nicht so gut. Komm schon, komm schon. Wie war das noch mit Super Meat Boy? Ach so. Ich glaube, ich habe schon wieder Unfug gemacht. So, anfassen, ihn hochkommen lassen. Und wenn wir dann das aufmachen, dann erst, wenn das hier halbwegs vollgelaufen ist und wir schon fast wieder tot sind. Also wenn da ein schön großer Druck aufgebaut ist, jetzt zum Beispiel, dann müsste er eigentlich da abgetrieben werden, theoretisch. Theoretisch auch weiter. Wir haben ihn aber schon mal einen Millimeter dahin bekommen. Das ist schon mal was. Ich glaube, das kann man als Erfolg so stehen lassen.
Hey, wann kommt das Wasser? Wann kommt das Wasser und Gronkh und überhaupt? Und wann sind wir tot? Das ist sehr zeitnah. Bling. Ruhe in Frieden, Tim. So. Wir müssen das doch irgendwie schaffen können. Also das mit dem später öffnen war gar nicht eine blöde Idee. Nur, dass das eben nicht so ganz ausgereicht hat. Ich kann ihn dann auch noch nicht da wieder hinschieben, oder? So, vielleicht wenn der da so ein bisschen gegendrückt, also so jetzt. So, das hat auch sehr viel genützt. Ach Mensch, das wird doch nichts. Ich bekomm's nicht hin. Das ist doch ein Graus. Was denn da unten? Das ist nicht so viel. Mal nachsehen, ist das irgendwas? Was uns. Nein, das ist nur so ein Rohr. Okay. Gut. Und wie immer sage ich dann auch gleich wieder hinterher, nicht so gut. Wir müssen uns hochtreiben lassen. Wie kriegen wir Ihmchen dazu, sich hochtreiben zu lassen? Ja, das war zum Beispiel mal nicht so gut. Kann ich ja gleich reinhüpfen. Haha, ich springe und sterbe und hab dabei auch nicht sonderlich viel Spaß beim Springen und Sterben. So, ich möchte versuchen, ihn gleich so ein bisschen. Ne? Wenn die Kette abreißt, dann hat er ja auch so gewisse kinetische Energie mitbekommen. Pam! Ja, ganz toll, das war auch sehr gut. Okay, wieder reinspringen und hüps und ertrinken. Ja, hey, das machen wir lieben gerne. Ach, Mensch. Ob ich das heute noch hinbekomme, da muss ich ja schon fast eine Doppelfolge releasen, damit es nicht zu öde wird. Ach, bei dir passiert ja gar nichts mehr. Du bist ja so langweilig. Ja, nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Ach, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Wie blöd man sich doch anstellen kann. Ja, wie blöd man sich anstellen kann. Also das ist nur ein Timing, eine Timing-Sache. Dazu gehört dann auch, dass ich das Ding möglichst wieder ganz zumache. Ja, an die Option hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich dachte immer, okay, dann läuft das voll und ist alles doof. Dann ertrinken wir und überhaupt sind wir tot. Okay, okay, okay. So, ganz zugemacht und... Ach, das kannst du wieder vergessen. Und darüber hüpfen war auch nicht unbedingt so die beste Idee. Springen! Schneller! Aber ich denke, das schaffen wir noch. Gerade so eben. Wenn der Ball denn da auch mal rauskommen möchte. Ach, Wahnsinn. Ich glaube es ja kaum, dass ich das noch erleben darf. Aber, du böser Kasten willst doch wohl nicht umfallen, oder? Spring nicht, Käthe. Na und jetzt? Willst du nicht mehr? Also, musst ja auch nicht, ne? Wir können ja auch einfach entspannt rüberhüpfen. Und Licht. Wieder ein bisschen Energie tanken. Das sieht doch gleich viel vertrauenserweckender aus. Es gibt einen Hebel. Gut, kein Hebel oder doch ein Hebel? Doch ein Hebel. Der macht glücklicherweise nur da oben das Wasser an. Okay, da unten, da rechts sinkt das dann wieder. Und wenn wir wieder rückgängig machen, dann bleibt das so erhalten. Wir können dann da oben, ja, das mache ich gerade mal, können wir dann darüber hüpfen. Das, ja. Ich hatte vor kurzem mal was mit der Ausführung gesagt, dass die manchmal nicht so optimal ist. Nun gut, aber ich will immer Steuerung drücken. Das ist so eine alte Gewohnheit. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinbekomme oder ob ich das nicht vielleicht ändere. Und dann auf E die Aktionstaste.
Nun gut, jetzt aber ganz vorsichtig, so mit nach oben. Ich habe vorsichtshalber auch den Zeigefinger, der da auf der Steuerungstaste sitzt, einfach mal in Ruhe gelassen.